Servus, ihr kreativen Köpfe da draußen. Willkommen zu einem neuen Video. With you, the sun is shining 24/7. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte vorab zwei Dinge mit euch kurz besprechen und kurz anschneiden. Ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe wieder mein Atelier umgestellt. Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Alle, die mich jetzt schon länger auf Instagram, genauso wie auf YouTube verfolgen, die wissen ganz genau, dass ich vor einem halben Jahr circa meine erste Roomtour so gedreht habe und auch ein Makeover dazu gemacht habe. Also ich habe da mein Atelier, ich glaube, so schon zum 10. Mal umgestellt. Jetzt habe ich es wieder umgestellt und jetzt gefällt mir der Hintergrund auch besser und ich habe Platz für Kamera und Lichter, ohne dass ich das dann, sobald ich kein YouTube drehe, wegräumen muss. Das heißt, ich kann es einfach stehen lassen, ist für mich einfach zeitlich gesehen viel, viel angenehmer. Zweites Thema, was ich noch ganz schnell anschneiden möchte. Ich komme aus Österreich und ich rede jetzt aber Hochdeutsch mit euch. Und bei uns zu Hause reden wir im Dialekt. Ich habe mir angewöhnt, mit euch Hochdeutsch zu sprechen, damit ihr mich verstehen könnt, also die Reichweite größer werden kann. Und da wir aber noch so klein sind, habe ich mir gedacht, kann ich ja im Dialekt sprechen. Ob ihr das wollt, habe ich euch auf Instagram gefragt. Ihr habt zu 89% abgestimmt, dass ihr gerne ein Video im Dialekt haben möchtet. Was mich sehr verblüfft, mit so vielen hätte ich nicht gerechnet, aber da bei mir auf YouTube die meisten Menschen eigentlich auch aus Österreich kommen, wird es mit dem Verstehen dann gar nicht mehr so schwer. Also wird dieses Video jetzt dann im Dialekt weitergehen. Aus meinem Bekannten-, Freunden- und Familienkreis haben die Leute gesagt, dass ich vielleicht mehr im Dialekt reden sollte, da ich so sehr streng wirke und mich irgendwie verstelle. Was durch diese Sprache, durch das Hochdeutsch auch klar ist, weil ich mich total anstrengen muss und so natürlich dann nicht mehr ich bin, also nicht mehr hundertprozentig ich. Und ich möchte mich aber nicht verstellen, ich möchte die durchgeknallte, ungeschickte und normale Steffi sein, die ich eigentlich bin im Real Life. Und deswegen bin ich schon gespannt, ob ich dann, wenn ich das Video schneide, einen Unterschied merke. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch lieber ist, ob ihr es in Hochdeutsch oder im Dialekt weiter sehen möchtet. Genau, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abonnement da. Und dann sehen wir uns im Outro wieder. Servus! Ich habe mich schon fix fertig angezogen. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, habe ich das schon angehabt. Ich habe mir gedacht, ich werde mir jetzt nicht fürs Intro was Wunderschönes anziehen und dann mich umziehen fürs Malen, damit ich mich nicht anklecker. Also habe ich mir gedacht, ziehe ich es gleich an, weil sonst darf man ein bisschen Zeit sparen. Als erstes braucht man natürlich einen Stein für das, was wir machen wollen, weil wir werden ja einen Stein bemalen. Was ihr wahrscheinlich im Titel schon sehen habt, kennen. Werden wir diesen Stein hier bemalen. Ein runder, sehr glatter, sehr wenig strukturierter Stein eigentlich. Ah, es juckt. Genau, den man nicht wirklich vorbehandeln muss oder vorbearbeiten muss, weil er so von Haus aus schon sehr glatt ist. Habt ihr einen Stein, der ein bisschen uneben ist, dann könnt ihr das vielleicht noch ausgleichen, indem ihr so eine Spachtelmasse drauf gibt, wo man die Wände auch zukleistert. So eine Spachtelmasse drauf gibt, dann ist das normalerweise kein Problem, dann kann man das ganz normal glatt machen. Aber wenn ihr einen richtig unebenen, kantigen Stein habt, dann bitte lasst den einfach liegen und nehmt einen anderen. Ich finde es ehrlicherweise total lieb, weil es was Persönliches ist, als Geschenk super zu verschenken, aber auch genauso für einen selber, fürs Heim ein bisschen zu dekorieren. Ja, ich habe mich da voll inspirieren lassen, auch von Pinterest. Ich habe das einmal eingegeben, Steine bemalen. Und dann sind ein Haufen Sachen gekommen und haben gedacht, okay, ich bin doch nicht die Einzige, die auf das gekommen ist. Okay. Und die Erste, die auf das gekommen ist. Ich möchte einen Schmetterling draufmalen mit einer Blume drauf. Das würde mir total gut gefallen. Ich werde mir da jetzt eine Vorlage bei Pinterest aussuchen. Falls du aber Vorlagen haben willst und nicht weißt, was, dann schau auch gerne auf meiner Seite vorbei. Creative Art Point. Da sind alle meine Bilder drinnen, alle Sachen, die ich mir vorgemerkt habe, damit ich jederzeit irgendwelche Vorlagen habe. Schaut gern vorbei. I'll never
never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before, I need to hear that voice. Und genauso wie die letzten Mal werden wir heute wieder unsere Acrylform verwenden. Schaut auch wirklich, bevor ihr den Stein anfangt zu bemalen, dass der wirklich sauber ist, weil sonst habt ihr all so kleine Dreckpatzerlern drinnen und das ist dann nicht so lustig. Das müsst ihr dann nachher wieder abwaschen gehen und das her. Ist einfach nur vergebene Liebesmühe. Deshalb einfach schauen, dass er vorher schön sauber und trocken ist und dann könnt ihr schon mit dem Bemalen loslegen. Ich bin jetzt mittlerweile schon so oft gefragt worden, wie ich das schaffe, dass bei meinen Acrylmalereien meine Farben immer so intensiv leuchten und so richtig gesättigt sind. Das kleine Geheimnis werde ich jetzt auflösen. Das ist einfach deswegen, weil ich genau den Schritt mache, den ich jetzt gerade mache. Und zwar verwende ich als unterste Schicht oder als erste Schicht immer eine weiße Schicht. Und das ist nicht, weil ich formblind bin und ich nicht sehe, dass der Blume rot ist. Blume rot ist. Hä? Sondern das ist einfach deswegen, weil dann die Form viel intensiver werden. Würde ich jetzt da nicht als erste Schicht gleich weiß machen, sondern gleich die Farbe, dann würde der nie so kräftig ausschauen, weil einfach der Stein drunter grau ist. Ist es aber weiß, dann könnt ihr jetzt schon sehen, dass die Farbe, die ich jetzt gerade auftrage, schon richtig schön leuchtet. Und je mehr Schichten ich da jetzt drauf hau, desto ja, leuchtender wird die ganze Geschichte und desto schöner wird die Farbe. So, da seht ihr jetzt, dass ich zwei Schichten von der Farbe verwendet und darunter das Weiß. Das heißt, insgesamt habe ich da jetzt drei Schichten gemalt und man sieht, dass die Farbe schon richtig schön leuchtet. Jetzt seht ihr, dass ich das Ganze schattiere. Ich beginne immer mit der, ich glaube, mittlersten Farbe sozusagen und arbeite mir dann so zu den Highlights und zu den Schattierungen vor. Unter einem Video von mir wurde kommentiert, ob ich nicht einmal ein Video dazu machen kann, wie ich meine Form verblende. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Einblick dazu. Also, wir haben ja jetzt die drei Farbschichten sozusagen. Dann trage ich da eine etwas dunklere Farbe drüber auf und verblende das Ganze mit Wasser. Dort, wo der Verlauf am dunkelsten sein soll, natürlich mit einer dunkleren Farbe malen. Und dort, wo es hell sein soll, lasst es frei, da wir ja eh die helle Farbe drunter haben. Für mich ist es am einfachsten, wenn ich als erster die mittelste Schicht aufdrucke und dann dunkler wird. Dort, wo es mir noch zu wenig hell ist, gehe ich einfach noch einmal mit der hellsten Farbe über die Stelle und wische das Ganze mit etwas Wasser über die dunkleren Stellen. So entsteht dann ein wunderschöner Übergang und man sieht keine Striche oder keine Kanten. Und das Wichtige, immer in dieselbe Richtung streichen. Wenn ich das jetzt kreuz und quer machen würde, dann würde das Ganze nicht natürlich ausschauen. Mache ich das aber in dieselbe Richtung, dann wirkt es wirklich sehr natürlich und wird ein schöner Übergang ohne Kanten. Ganz zum Schluss noch einmal mit einem sauberen Pinsel über die ganzen Stellen drüber gehen. So werden die letzten Kanten noch entfernt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt kurz und knapp so erklären können, dass das so gut wie jeder versteht. Wenn nicht, bitte schreibt es in die Kommentare und ich mache noch einmal ein komplettes Video dazu. Wenn das Ganze dann trocken ist, kann man auch ganz gut erkennen, dass das richtig ein schöner Übergang ohne wirkliche Kanten ist.
Nicht nur im Hauptmotiv, sondern genauso im Hintergrund sind Schotten und Highlights sehr, sehr wichtig, um das Ganze realistisch aussehen zu lassen. Da funktioniert wieder dasselbe Prinzip, so eine mittelhelle Farbe, auftragen und mit Wasser ganz leicht verblenden. Dann die nächste dunklere Schicht, auftragen und wieder gut mit Wasser verblenden. Immer in dieselbe Richtung streichen und zum Schluss mit einem sauberen Pinsel nochmal über die Stelle drüber gehen. Noch ein paar Highlights ausarbeiten, sodass das Ganze nochmal realistischer aussieht. Um unser Kunstwerk auch wieder gut zu schützen und nochmal besser aussehen zu lassen, nehme ich wieder meinen Glanzlack und einen sauberen, fluffigen Pinsel, um alles wieder gut auf unserem Stein verteilen zu können. Dann hätten wir es eigentlich schon. Hier der Stein nochmal vor der Glanzlackierung. Und hier noch einmal danach. Ich hoffe, ihr habt mich relativ gut verstanden. Ich hoffe auch, euch gefällt das Endergebnis und ihr habt auch etwas ganz, ganz Hübsches gezaubert oder werdet noch etwas Hübsches zaubern. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir markieren würdet, wenn ihr auch Büttel postet und das ausprobiert habt. Ich würde mich aber auch über eine persönliche Nachricht freuen, wenn ihr kein Instagram habt, würde es mich richtig freuen, wenn ihr mir so einfach ein bisschen zukommen lasst, also schickt. Natürlich reposte ich das Ganze dann. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen und beim nächsten Mal seid ihr wieder voller Freude dabei. Ich freue mich, bis nächsten Sonntag. Ciao!